So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir die Level von Aggressor, also nicht die Level von Aggressor, sondern die vorgeschlagenen Aggressor-Level gespielt. Ich habe übrigens noch gar nicht aktualisiert, hier ist wahrscheinlich was. Ja. Hier sind neue. Oh Gott. Okay. Vier neue Sachen hier oben, aber wir haben noch gar nicht hier unten alles gespielt. Da machen wir jetzt jedenfalls weiter. Edge of the Blade hatten wir jetzt gemacht, das heißt, wir sind jetzt bei Reckless Advance von Medi angekommen. Das sieht aber auch wieder wie ein Level aus, was wir uns nur anschauen. 1%, 22 Sekunden. Es ist also kurz. Das ist zumindest doch schon mal etwas. Es ist kurz. Aber mit 1% wahrscheinlich wieder crazy. Oh boy. Oh no! Ich verstehe das Levelprinzip. Ich habe Angst. Oh je. Wait, wie soll ich denn? Ah, ja, verstanden. Okay, aber ich muss es nicht wie ein Speedrun spielen. Ich kann bei den Wirbeln eigentlich mal in Ruhe kommen. Na, hier kann ich chillen. Chillen. Vielleicht kann ich da auch nicht chillen. Mist. Und da muss ich dann kurz vorher loslassen, dass ich den normalen Wandsprung von der Wand machen kann und eben nicht an der Wand zerschelle. Eieiei. Ist zu niedrig. Eieiei. Aber das Ding, das ist, ne, das ist jetzt eigentlich für Medi so ein ganz typisches Level-Design, weil sowas könnte man sich auch in, ja, shit, in Celeste vorstellen. Sowas könnte man sich locker in Celeste vorstellen. So ein Gimmick. Nee, ich will da mich jetzt nicht. Das regt mich auf. Das lassen wir lieber. Runes of Desert von K. Marcy. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Many Traps. Okay. Ob das Troll-Traps sind oder Traps, die man sieht, wird sich gleich zeigen. Ich bin gespannt. Es klingt vielversprechend. Ich krieg schon mal einen Pilz am Anfang. So, du kommst jetzt mit, mein Freund. Da oben ist doch ein Eiszapfen. Warum regnet es darunter? Da ist doch ein Eiszapfen. Du kommst jetzt auch mit. Kann ich auf den eigentlich draufstehen? Ich glaube nicht. Da ist eine Sonne. Hi. Okay, den gibt's öfter. Und ich brauche einen Schlüssel. Den ich dann wohl hier auf der Seite irgendwo kriege. Ja, den kriege ich wohl von dir, den Schlüssel, wa? Und Sonne macht jetzt einen Abflug. Oh. Ja, oder auch nicht. Ah, der Sonne macht auch so einen Abflug, weil ich jetzt hier reingehe, wo keine Sonne scheint. Ha. Tschüss. Nice. Checkpoints sind schon mal sehr gut. So, den könnte ich einfach pflücken.
Da komme ich so nicht durch. Da komme ich so nicht durch. Dann pflücken wir den jetzt halt einfach mal. Also einfach wird das doch nicht. Oh, jetzt ist das meiner. Das ist ja sick. Komm, friss. Geil, das ist ja wie ein Zelda. Das ist ja wirklich wie... Geht das nur zu einer Münze? Ja. Kannst du behalten. Aber du kommst jetzt mit, mein Freund. Du bist jetzt hier... Wir räumen auf. Wow. Gut aufgeräumt. Okay, das brauchen wir auch nicht. Gehen wir erstmal nach links. Kann er die auch wegräumen? Nein. Oh Mist. Wie gut komme ich jetzt hier ohne SMP2-Pins durch? Ich weiß es nicht. Aha! Ist egal, ich krieg einen neuen. Oh, ich verstehe, wie ich unten über die Stacheln komme. Ich verstehe, wie ich unten über die Stacheln komme. Okay, ich verstehe es doch nicht. Weil die gehen kaputt, wenn ich sie... Ah, ist eine Tür. Ja, okay, Damage Boost. Das war's wert. Okay, da ist eine Röhre, wenn ich die dann auf umschwitze. Ich hätte ihn also gar nicht drücken müssen. Mist. Oh, da ist ein Schlüssel für die Maske. Oh, hier ist auch On-Off-Blöcke. Da ist auch On-Off-Blöcke-Zeug. Krams. Da ist nichts Wichtiges. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Das heißt, es gibt eigentlich nur... Ah, den Weg gibt's noch. Da ist ein Schlüssel. Okay, da will ich dann hin, wenn ich den Maskenschlüssel habe. Ja, dann haben wir die Reihenfolge ja verstanden. Das heißt, ich drücke hier den On-Off. Dann gehe ich hier durch die Tür, gehe in die Röhre und gucke, wo ich rauskomme. Bin ich komplett dumm? War der jetzt doch richtig? Ich hab's nicht gecheckt. Ich dachte, ich hab noch Invisible Frames. Stellt sich raus. Hatte keine mehr. Okay, wisst ihr, was wir jetzt als erstes machen? Wir machen jetzt Damage Boost. Ah ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, 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 okay. Verstanden. So. Ja, das heißt aber, die gehen kaputt, wenn ich sie werfe. Okay, gut. Jetzt aufpassen, dass ich den Pilz nicht verliere. Und dann ist eigentlich alles gut. Also die kann mich mal. Hey, aber dann ist er jetzt ja richtig erstmal, der On-Off. Dann ist er jetzt ja erstmal richtig, wenn ich dadurch diese Blöcke hier durch will.
Genau. What the? Ach so, da kommt einfach was raus, um den hier wegzurüsten. Verstanden. Ich brauche das alles nicht. Ich will den On-Off hier oben also drücken, um die Blöcke unten vor der anderen Röhre wegzumachen. Und hier komme ich erst hoch, wenn ich hier hochkomme. So, macht euch weg. Okay. Also gehen wir jetzt zurück. Beziehungsweise hier war ja auch... Achso, da geht jetzt nur das Ding hier runter. Also gehen wir jetzt zurück zu der anderen Röhre, wobei da wahrscheinlich auch nur was rauskommt. Ja, da kommt jetzt... Alles klar. Da kommt jetzt der raus. Und den will ich als SMB Mario mitnehmen. Aber jetzt können wir erstmal hier hochgucken. Da waren wir auch noch nicht. Was ist hier? Da ist unendlich oft der Pilz. Oh, sehr nice. Dann kann ich mich jetzt ja damit beliebig fortbewegen. So, und den kann ich jetzt nämlich nutzen. Hier rüber zu kommen. Ja, aber nicht so. Oh, jetzt nehme ich... Verstanden. Ich hoffe, ich lasse jetzt nicht fallen. Oh, das war fast knapp, ne? Jetzt kann ich nämlich hier hoch und jetzt habe ich den Schlüssel. Und wo wir damit hin müssen, wissen wir schon. Jetzt kommt halt eine von diesen Masken. Die interessiert mich aber herzlich wenig. Aber das ist voll gut zu wissen. Man kann als SMB2 Mario sich auch in SMB die aufsetzen. Mach dich einfach weg. Du bist langweilig. So. Und das war's. Warum ich jetzt nochmal den SMB2-Pilz bekomme, weiß ich nicht. Es fühlt sich nach Ende an. Ja. Okay, man kann irgendwie... Stimmt, wir haben es nicht geschafft, an den großen Pilz ranzukommen. Ah, das kann ich dann auch wahrscheinlich mit der Shell bewerkstelligen. Irgendwie. Wüsste spontan nicht wie, aber irgendwie wird es wohl gehen. Jedenfalls schönes Level. So, die SS Updog 0,98%. Also auch das gucken wir uns wahrscheinlich nur an. Und dann gehen wir ganz schön wieder raus. So wird's wohl laufen. Wir gehen erstmal hier rüber. Okay, wir gehen nicht hier rüber. Jo, das ist schon mal der Updog. Der mich nicht weiter interessiert. Okay. Alles klar. Wir werden hier sehr freundlich begrüßt. Ist auf jeden Fall eine interessante Galionsfigur, so. Und die. So. Hä? Da war irgendwas in der Ecke, wo... Das hat man durch das Scrolling halt nicht gesehen, dass da, ne? Dass da Wand war. Ich bin nämlich hängen geblieben. Wow. Also das fand ich jetzt doof.
dass ich die Wand nicht gesehen habe. Ich dachte halt, da ist nichts. Dann hätte der Sprung nämlich funktioniert, wie ich ihn gemacht habe. Beziehungsweise, wie ich ihn machen wollte. Aber durch das Scrolling, was man leider beim Airship halt hat, hat man die Wand nicht gesehen. Was natürlich ein bisschen Quatsch ist. Wenn wir mal ehrlich sind. So. Wir sind im Schiff drin. Jetzt geht's hier auch wieder los. Ach so, der Swamp fährt da durch. Und ich muss mitfahren. Okay. Jo, was? Also verstanden grundsätzlich, aber ich finde es ein bisschen doof gelöst. Die Art und Weise, wie die On-Offs da ausgelöst werden müssen. Aber vielleicht soll das so. Aber hier ist es deutlich sinnvoller. Da switcht es einfach hin und her, wie es halt dann auch anpassbar ist. Das war übrigens super dumm. Aber innen drin, das war mit dem Swamp ein bisschen komisch. Und du den Raum halt immer wieder neu laden darfst dann. Oh mein Gott. Verrecke ich noch an dem Mole. So. Na, das ist ja an sich nicht das Problem, aber das ist jetzt halt echt komisch gelöst. Weiß nicht. Ich muss ein bisschen schneller sein, dann haut das auch hin. Wie gesagt, das ist nicht das Problem. Gibt's doch nicht! Bissel schneller noch! Bissel! So. Jetzt aber. Na bitte. Und jetzt ist... Das ist das, was ich meine. Wenn du nicht dem Swamp folgst sofort, hast du halt praktisch keine Chance mit Ion-Off-Kram noch. Nee, das möchte ich nicht weiterspielen. Wenn das so jetzt... Das gefällt mir nicht. Vielleicht verstehe ich es falsch, aber es gefällt mir nicht. Eins aber SpongeBob. 0% von Luzi. Hilfe, was hast du getan? Musik.
Ich sehe 1-1 nicht, aber ich sehe SpongeBob. Aber 1-1 sehe ich nicht. What? Das ist eher 1-1, aber nicht 1-1. Hä? Was? What? Da unten war das Ziel. Jetzt sehe ich auch keinen SpongeBob mehr. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Warum geht man hier durch? Oh wait, da war ein anderer Weg noch. Hä? Ist hier irgendein Bonus versteckt, den ich nicht verstehe? Muss irgendein Bonus versteckt sein, den ich nicht gefunden habe. Okay. Ich bin aber gespannt, wann wir an der Stelle ankommen. Bei der wir rausfinden, warum das Ding uncleared ist. Jetzt hat es halt auch einfach noch keiner gespielt. Das wäre ein sehr einfacher First Clear dann. Lass mich da durch. Ich hatte gerade Angst, dass ich in den Abgrund segle oder so. Ja, okay, cool. Ich sehe 1-1 halt nicht. Also SpongeBob habe ich ein bisschen gesehen. Aber 1-1 habe ich gar nicht gesehen. Aber wir haben den First Clear. Okay. Also für ein Multiplayer-Level wäre das halt witzig. Nee, eigentlich nicht, weil du hast nur einen, der die Feder kriegt. Ja gut, das haben halt auch nur drei gespielt, so. Management Material. First level of the first game I ever owned. Feels odd. Ach so! Das ist das erste Level von SpongeBob. Deswegen 1-1, aber nicht... Ah, I see. Jetzt habe ich's verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ich bin einfach dumm. Gut, dass ich es jetzt verstanden habe. Okay, alles klar. Ich bin halt doof. I'm sorry. Lots of cannonballs. 0,93%. Ich habe Angst. Blackballed. Na dann, lassen wir uns mal blackballen. Vielleicht auch eher im nächsten Part. Wir gucken mal rein. Oh no. Oh no, haben wir nicht sowas schon mal gespielt? Mit so Kugeln? War das auch von ihm? Oder war das von jemand anderem? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, wenn ich jetzt schon nicht treffe, kann ich das Level knicken. Hilfe, was mache ich denn? Das ist noch nicht schwierig. Es wäre mir sehr recht, wenn ich die Kugel treffen könnte.
Danke. Das hat nicht hingehauen. So, lass mich in Ruhe. Zu bald. Too soon. Aber das hier müssen wir doch... Nee. Nee, ich warte hier lieber mal eine Kugel. Und hier nehmen wir die, die jetzt kommen. Ah, okay, verstanden. Die Kugel nehmen wir, dann passt das. Gut. So far, so good. Da das ein Frank-Level ist, kann ich euch jetzt schon sagen, wer vor dem Midway Point sterben wird. Ja, das Millimeterchen hättest du mich jetzt auch noch auf die Plattform lassen können eigentlich. Ne? So. Schicken wir schon mal runter. Oh, verstanden. Glaube ich. Ja, das war klug. Aber wenn ich das mit einem Spin-Jump mache, habe ich einen Sprung weniger bei dem Koopa. Na, wir probieren es aus. Weiß es nicht, wie es gedacht ist. Wir werden es sehen. Irgendwie, also das Level macht gerade nicht so viel Spaß. Oh mein Gott, das nervt mich. Später vielleicht nochmal. Ich bin gerade nicht für dieses Level in der Stimmung. Das war das letzte von denen, die wir spielen mussten. Okay, das heißt, wir können jetzt uns noch das Devori-Level zum Schluss angucken. Lost in the Echo. Let's go. Linkin Park. Ein Devori-Level zum Abschluss ist doch immer schön. Ich war gerade so im Flow von dem Lied, aber ich hab... Hab ich den auch verpasst? Wo ist denn... Ach, da! Direkt oben drüber. Ja, moin. Das ist jetzt nur zum Hören, die Stelle. Mal ohne Spielen. Also, das ist cool. Ah, es ist cool. Ja, es ist richtig cool.
Der Tod war doof. Aber der. Ich war so im Dings im Modus, ne? Ich habe das nicht gerafft, was ich da tun sollte. Okay. Die Level gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Danke an der Stelle erstmal fürs Zuhören und tschüss.